Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Ciao. Bayer 04 Leverkusens Trainer Roger Schmidt weiß, wie man sich verabschiedet, hat jedoch nicht immer Lust dazu. Im Spiel gegen Borussia Dortmund wetterte der 48-Jährige etwas zu sehr gegen eine Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zweier. Als dieser ihn daraufhin des Innenraums verwies, stellte sich Roger Schmidt kurzerhand stur und verursachte eine 10-minütige Spielunterbrechung. Auch Kapitän Kießling konnte nicht mehr vermitteln. Auf Twitter war die Szene Gesprächsthema Nummer 1. In Leverkusen ist was los. Spielunterbrechung, weil Roger Schmidt sich weigert, auf die Tribüne zu gehen. Gleich wird eine Tafel aufs Feld gerollt, auf der Roger Schmidt 10-mal schreibt: Der Schiri ist der Chef. Der ein oder andere Spruch, mit Sicherheit sogar druckreif. Geholfen hat es natürlich nicht. Schmidt musste vom Feld und Leverkusen verlor mit 0:1.